Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich möchte mit euch heute basteln und zwar in der Rubrik Back to School. Ich möchte ein Schulheft verschönern. Wer in der Schule das nicht machen darf, der macht das sich halt für zu Hause. Ne? Euer Tagebuch, was weiß ich, da könnt ihr das dann umsetzen. So, was benötigt ihr? Natürlich das, was ihr gestalten möchtet. Ich habe jetzt hier so ein ganz normales Heft und dann braucht man ein weißes Blatt Papier. Dann benötigt ihr so doppelseitiges Klebeband oder einfach Uhu-Kleber. Ich habe mir jetzt ganz viele Washi-Tapes rausgesucht und zwar von denen meine schönsten, sage ich mal so. Ich habe nicht darauf geachtet, dass sie zueinander passen. Einfach weil ich das, ja, weil das nicht wichtig ist für dieses Projekt. Also die raussuchen, die euch am besten gefallen. Dann benötigt ihr Stempel, und zwar Buchstabenstempel. Ich habe mir hier diese genommen von, jetzt muss ich mal gucken, Stempograph heißt das Ganze. Von Aladdin sind die. Bin ich mal gespannt, wie die stempeln. Die habe ich schon ein Weilchen da, aber ich habe sie noch nie benutzt. Aber die Buchstaben gefallen mir. Sieht so typisch so Sprayer-mäßig aus, ne? Passt von daher gut zur Schule. Dann habe ich mir einen Aquarell Block hingelegt und zwar damit ich da drauf dann das Fach stempeln kann. Und dann braucht ihr noch ein Stempelkissen, entweder nehmt ihr bunte Farben oder ich habe jetzt hier so einen Regenbogen. Ich hoffe, das geht noch, weil das habe ich schon ganz lange. Ja, geht noch. Ich werde die nehmen, ihr könnt aber auch nur schwarz nehmen oder so. Und dann habe ich hier drüben noch einmal ein Cuttermesser, da könnt ihr aber auch eine Schere nehmen. Und ich habe hier so ein so eine Schneideunterlage. Und dann kann es auch schon losgehen. Als allererstes benötigt ihr euer Heft und euer weißes Blatt Papier. Und zwar machen wir das weiße Blatt Papier jetzt um das Heft rundherum. Und das aus folgendem Grund, weil manches Washi-Tape einfach so ein bisschen durchsichtig ist. Und da wir ja nicht möchten, dass das durchguckt, nehme ich das einfach jetzt nochmal so als kleine Schutzschicht. Ich nehme das weiße Blatt Papier, lege das jetzt einfach so rundherum. Jetzt nehme ich mein doppelseitiges Klebeband oder eben mein Uhu-Kleber und mache das hier auch einmal rundherum. Wenn ich das gemacht habe, gucke ich, ob was drüber steht, aber eigentlich ist das jetzt nicht so schlimm. Das lasse ich jetzt hier in dem Falle. Und jetzt lege ich das erstmal beiseite, nehme mein Schneidebrett, meine Schneideunterlage und jetzt nehme ich mein Washi-Tape. Und zwar schneide ich mir jetzt erstmal kleine Stücken zurecht. Ich werde das jetzt so machen. Ich nehme immer die gleiche Größe und zwar werde ich in dem Fall mal gucken, dass ich auch viele nebeneinander bekomme. Ja, ich mache 4 cm. Ein Stück Washi-Tape ist 4 cm. Weil ich ja einen richtig schönen geraden Abschluss möchte, klebe ich mir das jetzt hier einmal so hin. Ich brauche hier auch mehr Stücke, das ist ja das. Jetzt nehme ich mir das hier. So. Jetzt kann ich nämlich hier das Messer nehmen. Mein Lineal. Und kann das hier dann einmal schön durchtrennen. So. Und jetzt kann ich immer bei 4 cm wieder einen Schnitt machen. 2, 4. Und so weiter. Ich mache mir jetzt aber die Washis komplett hin, damit ich einen Schnitt durchmachen kann. So, wenn ich das gemacht habe, nehme ich dann mein Heft, nehme hier so ein Stück ab. Washi-Tape klebt ja immer wieder. Jetzt lege ich mir das genauso dann hier an die Linien an. Da gucke ich, dass ich das schön gerade mache. Jetzt muss ich gucken, wie breit das Washi ist. Und dann klebe ich das schön hier entlang.
Und zwar immer schön abwechselnd. Jetzt kommt das nächste Motiv. Muss ich mal schnell eins vorbereiten. Ich nehme jetzt mal... So, und das macht ihr jetzt komplett durch, auf der Vorderseite und auf der Rückseite. Genau, nicht zu empfehlen ist das Ganze mit Motivklebeband zu nehmen, weil Motivklebeband geht vom Papier nicht mehr ab. Das ist das, was so ein bisschen glänzend ist. Also wirklich nur, wenn ihr das so machen wollt und auch mal Korrektur machen wollt, dann bitte nur mit Washi-Tape machen. So, ich mache jetzt mein Heft fertig. Ich mache das im Schnelldurchlauf, damit das nicht so lange für euch dauert. Und dann schauen wir uns das mal an. Und dann geht es auch noch ans Stempeln. So, meine Guten, es wäre fertig. So sieht es jetzt aus. Und nun, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier noch einen silbernen Rand geklebt. Nicht hier hinten, nur hier einmal rundherum. So, jetzt will ich ja, dass es ein Schulheft wird. Ich habe mir jetzt das Wort Matte herausgesucht. Die sehen cool aus, oder? Die Stempel, die finde ich richtig toll. So, jetzt nehme ich hier das Buch erstmal zur Seite. Nehme ich meinen Aquarellblock. Jetzt lege ich meine Lineal wieder hin, weil es muss ja schon recht gerade gemacht werden. Mal gucken, ob das auch hier so drauf passt. Matte. Ja, wenn man es richtig schön eng zusammen macht, passt das drauf. Sehr schön. So, dann mache ich das wieder so wie eben. Ich lasse noch einen kleinen Rand bei dem Weiß, weil ich noch nicht weiß, ob ich da vielleicht noch mal mit Washi rundherum gehe. Wisst ihr, wie ich meine? So, komme ich hier klar? Ja. So, ich nehme einen Regenbogen. Das hat auch schon ganz schön gelitten. Als erstes teste ich erstmal, ob das überhaupt funktioniert, wie ich das gerne hätte. Oh ja, sehr schön. Könnte man sogar hier noch ausmalen. Seht ihr das? Sehr cool. Wie ist denn das hier drauf gemacht? Ah, wenn ich jetzt schwarz stempeln würde, hätte ich hier den schwarzen Rand und in der Mitte kann ich es ausmalen mit bunten Stiften. Das ist ja cool. Aber ich mache das jetzt so. Mal gucken, ob das vielleicht auch schön aussieht. Nummer 1. Cool. Die sind ja mal cool. Warum habe ich damit noch nicht eher gearbeitet? Die habe ich mal zugeschickt bekommen.
von einer Firma, aber ich habe dann noch nie so dann mitgearbeitet. Okay, wird jetzt öfters passieren, weil die gefallen mir richtig gut und gerade für so jugendliche Bastelprojekte finde ich die okay. So, die mache ich dann noch sauber, nicht einfach wieder reinschmeißen. So, jetzt schneide ich mir das aus. Und zwar lasse ich da einen kleinen weißen Rand, wie eben schon gesagt, und ich werde dann noch mit Washi rundherum gehen. Einfach damit es dazu passt. Ich lasse das bei der Größe. So, ich mache dann einmal hier. Das ist noch nass, da muss ich aufpassen. So und so. Funktioniert das von der Seite? Ich denke mal nicht, oder? Mit links, oh je. Rechtshändler mit links. Das wird lustig. Aber es geht. Na gut, nicht wirklich, oder? Doch. So, und jetzt hier noch. Das mache ich gleich so. Und jetzt suche ich mir ein passendes Washi-Tape nochmal aus. Und ich denke mal, ich werde eins von diesen kunterbunten nehmen. Das oder das. Ich glaube, ich nehme das. Das passt am besten. So, jetzt mache ich das einfach nochmal so, dass ich es umklappen kann. So, wenn ich das gemacht habe, nehme ich doppelseitiges Klebeband und zwar so ein bisschen erhöhtes und mache das von hinten einmal drauf. So, dann nehme ich mein Heft, guck, ob ich es richtig rumklebe. Ja. Und jetzt mache ich mir mein Matte-Schild dahin, wo es hinpasst. Oh, seht ihr, ich habe es nicht richtig trocknen lassen. Hier ist ein bisschen verschmiert, aber nun gut. Ist jetzt so. Kann ich jetzt nichts ändern? Und fertig ist euer cooles Washi-Tape-Matte-Heft. Ich finde das toll. Oder? Wie finden ihr es? Stimmt mal hier oben bitte in der Ecke ab, ob es euch gefällt oder nicht so gefällt. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr unbedingt mehr Back-to-School-Anleitung haben möchtet. Und dann verabschiede ich mich heute von euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Seid schön kreativ und dann bis bald, eure Katrin.